Hi. Und Hallöchen. Ich sortiere hier noch eben die Kisten um und dann gehe ich wieder runter. Da ist das politische Du wieder. Wäre ein schöner Name, oder? Lass uns mal eine Polit-Sendung machen, das wird super. Okay. Okay. Ich binde mir direkt eine Krawatte um. Anzug an, Krawatte um. Ja, ich mache jetzt Minecraft nur noch mit Sakko. Untenrum bleibe ich natürlich unten ohne, ne? Aber obenrum trage ich Sakko. Wie die Nachrichtensprecher. Ist schön. Ja. Oh nein. Ein Spitzhacke ist wieder kaputt. So, mal gucken. Denn ja, ich habe eine wichtige Mission. Wie viel Cobblestone werden wir bei Ende der Aufnahme haben? Ist jetzt die Mission. Viel. Also so viel wissen wir. Viel. So, dann fülle ich erstmal die eine Kiste voll. Ja, nee, also wir waren ja noch ein bisschen stehen geblieben. Wir waren ja noch gar nicht ganz fertig mit unserem Thema von der letzten Folge. Was bisher geschah? Genau, was bisher geschah. Böse Menschen haben böse Gedichte über böse Politiker gemacht. Böse Politiker? Böse Politiker ist auch allgemeingültig. Damit beleidigt man niemanden allgemein, aber Politiker können gerne böse sein. Was nicht heißt, dass es nicht auch gute gäbe, aber manchmal sind die eher selten, habe ich das Gefühl. Ja, leider ja. Vielleicht gucke ich auch momentan zu viel House of Cards und bin deswegen ein bisschen vorbelastet. Also wir haben inzwischen... Achso, das ist Kies. Kies will ich da nicht drin. Aha, du cheatest also und zielst den Gravel mit. Nein. Oh. Wir haben eine komplette Kiste voll und eine, die zu einem Drittel gefüllt ist, fast. Das bedeutet, wenn ich das mal so ein bisschen aufrechne, ich denke mal, wir kommen... am Ende auf 2,5 Kisten Cobblestone. Wow. Das ja, so. Man hüllt halt nicht mal eben so einen Berg aus, ne? Nee. Das ist halt, ja. Hui! Ich bin wieder da. Hallo. Und willkommen zurück. So langsam kommen wir auch in den Bereich, wo man sagen kann, bitte nicht neben die Leiter springen. Weil es tut langsam weh, wenn man hier fällt, fürchte ich. Ich glaube, das ist sogar schon tödlich ohne Rüstung. Ich probiere es aus. Das geht sogar noch, glaube ich. Ich glaube, ganz tot bist du noch nicht, aber bald sind wir an dem Punkt, ja. Ja, wo wir passend beim tiefen Fall sind. Also, Satire. Ja, nein, doch, vielleicht. Darfst du alles oder nicht? Ich finde, das ist noch so ein bisschen... Also, der Böhmermann wollte ja die Grenzen damit herausfinden und ich finde, das ist auch... es ist ihm gelungen, ne? Und das ohne Frage. Bei Satire weiß man ja nicht, wo die Grenze liegt, ist meine Meinung dazu. Ich persönlich kann jetzt nicht sagen, ob es Satire ist, wenn man sich 2 Stunden lang über die Frisur von Donald Trump lustig macht. Ob das jetzt Satire ist oder einfach nur persönliche Beleidigung gegen seinen Haarstil. Ne? Mir kam gerade ganz kurz mal eine andere Sache in den Sinn, was ja tatsächlich auch in einer sehr unschönen Sache dann da das eine Mal geendet ist. Ich habe gerade den Namen vergessen, Charlie war es, glaube ich, diese französische Satirezeitung. Ja. Mit den Mohammed-Karikaturen. Das fällt mir gerade mal so nebenbei ein. Einfach weil, da ist es ja auch so, dass, wir reden jetzt mal nicht nur über Gesetze, sondern wir reden jetzt mal auch über, ja, simpel gesagt, andere Kulturen, anderen Glauben, andere Ansichten, was sowas angeht. Es ist ja so, dass du dir von Mohammed kein Bildnis machen darfst. Ja, in diesen Glauben. Und da ist es ja so, dass sie simpel gesagt eben diesen Glauben da mit Füßen getreten haben, sozusagen, indem sie da eben Karikaturen gemacht haben. Weil genau das, was ja nicht gemacht werden darf, ist in dem Moment passiert. Es wurde ein Bildnis angefertigt. Das endete da leider sehr unschön mit der Nummer, mit diesen ganzen Anschlägen und so ein Zeug, ne? Das ist aber zum Beispiel so eine Sache, finde ich, zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr großer Extremfall. Ich meine, wir reden jetzt in den einen Fall, reden wir jetzt, ich sag mal doof gesagt, nur über einen Präsidenten, der jetzt sagt, oh, das war böse und da muss ich jetzt vor Gericht ziehen. Ja, das ist halt die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn du, ich sag mal, ja, einen gewissen religiösen Fanatismus da vielleicht auch heraufbeschwörst, was dann eben tatsächlich mit Anschlägen endet. Ich meine, machen wir uns nichts vor, da reden wir jetzt auch nicht mehr dann über Personen, die ja, ich
Na, das klingt jetzt so hart, wenn ich jetzt sage, nicht normal denken. Aber wir reden halt wirklich über Fanatismus. Fanatismus ist nie eine gute Sache, egal in Nee. welcher Form. Da können wir uns, glaube ich, einig sein. Da kann man auch stundenlang drüber diskutieren. Es ist auch, Fußballfanatismus und sowas, religiöser Fanatismus, alles. ja, eben, ich wollte gerade sagen, also es ist eigentlich auch egal, aus welcher Richtung der kommt. Also ob das jetzt links oder rechts ist, ob das, weil da ist ein Kreuz oder ein Stern dran ist, das ist eigentlich völlig irrelevant. Vor allem Ich wir aus denke, dem Pod können da auch noch ein bisschen drüber reden, ne? Wegen Fanatismus Dortmund und Schalke, das ist jetzt so. ja. Was da alles schon passiert ist, ist schon. Ja, Ja. eigentlich ist gerade Fußball da auch ein interessantes Thema, was es da jahrelang hinweg für krasse Probleme teilweise gab mit Hooligans und sonst was, die halt auch meinen, das gehört zum Fußball dazu, wenn wir uns auf die Fresse hauen. Nein. Nein. Eigentlich seid ihr dumm und haut euch auf die Fresse und zieht noch Unschuldige mit rein. Das ist nicht schlau, aber okay. Insofern, ne, also wie gesagt, Fanatismus in jeglicher Form bin ich generell gar kein Freund von und halte ich auch für sehr, sehr gefährlich. Das fiel mir jetzt nur gerade so ein, weil es ja auch so ein Beispiel ist für, wir haben halt gesagt, ja, aber es ist Satire. Dürfen wir. Dagegen steht aber jetzt eben eine gewisse Glaubensrichtung, die sagt, nein, das ist extrem gegen unseren Glauben, ihr beleidigt uns damit. Es ist ja ein Problem, dass wir, mir fällt jetzt mal akut gerade kein Beispiel ein, aber gerade hier in Deutschland dürfte man das zu Genüge kennen, dass auch so mancher Kommentar gerne mal in Richtung jüdische Gemeinschaft gemacht wird und da auch sehr schnell dann gebrüllt wird, das darf man nicht. Ich finde manches sehr schwierig. Ich weiß nicht, ich mag nicht jede Aktion von Peter. Manche finde ich aber okay. Das ist so, ich weiß nicht, ich finde es halt manchmal sehr schwierig, wo wirklich Grenzen generell gesetzt werden bei vielen Dingen, weil es ist wirklich so, dass ja viel auch persönlicher Geschmack ist. Ich finde allerdings, man sollte eins immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass ja nicht nur der eigene Geschmack etwas Wichtiges ist, sondern einerseits ist es auch der Geschmack anderer Leute vielleicht, der relevant sein kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du aber, was ich ja auch beim letzten Mal schon sagte, manchmal aber auch ganz einfach überlegen musst, wo ist nicht nur die Grenze des Geschmacks, sondern wo ist auch vielleicht die Grenze des Gesetzes? Wo überschreitest du eine Grenze, wo du halt wirklich nachher zu Volksverhetzung oder sonst was mit aufrufst? Ja, wir hatten das gerade ganz kurz so zwischen den Aufnahmen, wo wir kurz gequatscht haben, dass wir hier Sachen so hier, ja, macht man sich jetzt hier über Donald Trump lustig oder sowas, oder was ist mit den ganzen Amis, die sich über uns Deutsche als Nazis lustig machen, ist jetzt auch so ein Ding. Ist das nicht eigentlich das totale Stereotyp? Schert man damit nicht alle über einen Kamm? Ist das nicht eigentlich auch falsch? Das Das ist auf sind jeden so Fall sehr Sachen zum falsch. Beispiel, ne, wo ich sag mal, ich jetzt mal rein aus meiner persönlichen Erfahrung sagen kann, ja, ich habe einen Iro. Den habe ich nicht erst seit gestern, den trage ich schon viele, viele Jahre. Und ich war viele, viele Jahre sehr, sehr viel in der lokalen Punk-Szene hier unterwegs. Und ich kann dir sagen, alter Schwede, was ich da an dummen Kommentaren bekommen habe oder auch wirklich gezielt auf die Fresse gekriegt habe. Einfach nur, weil der Niro, lass den mal aufs Maul hauen. Es ist komplett dumm. Es ist einfach komplett dumm. Kann ich nicht anders sagen. Das ist ganz klassisches Mobbing oder sogar ernsthafte Gewalt. Einfach nur, weil du deine Haare auf eine gewisse Art und Weise drehst. Wo ich halt selber mir denke, naja, ich trage es halt, weil ich es mag. Einerseits, aber schon auch aus einer gewissen Überzeugung heraus sozusagen. Und ich habe es ja selber auch mehrfach erlebt, zum Beispiel, dass du aber mit diesen Stereotypen auch anecken kannst. Und das kann dann auch sehr schwanken für einen selber, was das heißt. Weil, nochmal, alles jetzt nur so persönliche Erfahrungswerte natürlich, ne? Aber ich kann dir zum Beispiel sagen, dass, ja, ich habe einen Iro, weil er mir persönlich gefällt. Das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Ich trage den jetzt nicht, weil ich damit anecken möchte. Aber ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ist nicht schon cool, wenn du irgendwie in den Bus einsteigst und alles sich erstmal nach dir umguckt, weil bist du denn für einer? Ist aber auch eine Frage des Selbstbewusstseins, ob du damit so umgehen kannst oder nicht, weil ich sehe mich halt als absolut normaler Mensch an und finde mich super, so wie ich bin und deswegen ist das cool. Kann ich mit umgehen. Es ist aber auch so, dass du aber auch umgekehrt Dinge erleben kannst, dass du simpel gesagt in irgendeinen Laden möchtest und siehst eine alte Dame ankommen mit ihrem Rollator. Und keine Ahnung, wie viele Leute laufen einfach dran vorbei und keiner hält die Tür auf. Und dann kommst du da mit deinem langen schwarzen Mantel und deinem Nietenhalsband und deinem Iro und hältst die Tür auf und kriegst dafür einen Blick, wo du einfach nur denkst, ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Dass ausgerechnet der da dir die Tür aufhält. Ja, wobei man auch wieder mal so ein bisschen da gucken kann, der einsame Samariter, ne?
Wenn er Einsame wirklich. Samariter ist eine relative Sache. Das Ding ist halt, ich trage ein Iro und meine Hose hat sehr viele Löcher. Automatisch bin ich also jemand, der den ganzen Tag nur Bier säuft, rumpöbelt und überall nur Krawall macht. Ich wollte damit auch nur sagen, dass Ist das halt halt wirklich die Unsinn. Leute, von denen man es am wenigsten erwartet, dass die auch wirklich helfen, ne? Das war ja der Ist Grundkern der oft so. Geschichte. Das ist sehr oft Ja. so, ja. Das ist einfach so. Ich Und. meine, da kann ich jetzt auch wieder so ein super Beispiel aus der jetzigen Zeit noch sagen. Von der NPD, glaube ich, war es, so ein Minister, der hatte einen Unfall gehabt und weißt du, wer ihm geholfen hat? Ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ja? Flüchtlinge, Ja. wogegen er hetzt. Ja. Ne? Also. Ich weiß leider gerade überhaupt nicht mehr, von wem es kam. Ich hatte auf Twitter einen Retweet gesehen von dieser Meldung und sie war kommentiert von dieser Person, die es retweetete mit den Worten: Keine Sorge, ich kann euch beruhigen, in der Regel sind Flüchtlinge schlauer. Das traf dann meinen Humor wieder, weißt Oh, schön. Das war schön Aber. gesagt. Passend, wo du jetzt gerade gelacht hast, hey, du hast gerade über die Tatsache gelacht, dass jemand bei einem Unfall vielleicht nicht hätte geholfen werden sollen. Wo war doch gleich die Grenze des Geschmacks? Weil auch ein NPD-Politiker ist ein Mensch. Ja, schon. Vielleicht kein guter, aber er ist ein Mensch. Er Und ist der ein hat einen Mensch. Unfall, fertig. Also wird ihm geholfen. Alles andere ist irrelevant. So, und schon sind wir wieder bei der Frage, wie weit darf man denn gehen? Wo ist denn die Grenze? Da kommt man auch sehr schnell an schwarzen Humor dran. Das ist Also da halt. darf ich jemanden jetzt als Menschen zweiter Klasse behandeln, weil er ein Flüchtling ist? Nein, Darf ich es definitiv nicht. umgekehrt, weil er ein Nazi ist? Eigentlich auch nicht, aber. Ah, eigentlich, aber warum eigentlich? Ach, weil er eine Person. Ja, das ist so. Man würde jetzt sagen, weil er eine Person ist, die andere Leute aufgrund ihrer Lebensart und Herkunft Okay, Auge um beurteilt, Auge, Zahn um aber. Zahn. Und das Das gleiche funktioniert? machen wir ja auch mit denen dann in dem in dem Sinne. Das wollte ich gerade sagen, ne? Das ist so. Das ist wirklich schwierig, Und weil da schon. kommt auch viel eigene Meinung noch mit hinzu. Richtig, und schon muss sich eigentlich jeder an die eigene Nase aber fassen und sich mal ernsthaft die Frage stellen: Wie behandle ich denn andere Leute? Bin ich dazu in der Lage, das auch selber so umzusetzen? Und ich glaube, das ist eigentlich die größte Meisterleistung, die erstmal jeder hinkriegen muss. Bist du wirklich in der Lage, jeden Menschen gleichwertig zu behandeln? Und mit einem. Ich sag's mal, angemessenen Respekt zu behandeln. Ohne Frage, klar, wenn dir einer total doof kommt und dir deutlich gar keinen Respekt gegenüber zollt, warum solltest du es machen? Ja, das sage ich halt auch ganz deutlich. Also Ist ja auch meine jeder Meinung. kriegt so viel Respekt von mir, wie er es auch selber verdient. Und da ist mir halt auch viel drumherum unwichtig, ob es jetzt jemand im Anzug ist. Der sich aber wie ein Arsch verhält, dann wird er wie ein Arsch behandelt. Sieht da einer aus wie Glumpe, weil er Flaschensammler ist, aber ist ein super netter Kerl, dann behandle ich den auch wie einen super netten Kerl. Ja, das ist für mich kein Unterschied. Ich kenne aber halt auch beides. Ich kenne tatsächlich die volle Bandbreite. Also ich kann sagen, dass ich Leute kenne, die halt bei einer Versicherung arbeiten, ordentlich viel Asche verdienen, sich viele teure Dinge leisten können und super nette Leute sind. Und genauso kenne ich super nette Leute, die halt, ja, mit einem Arsch auf der Straße wohnen. Die Flaschen sammeln, um sich irgendwie ein Brötchen leisten zu können und irgendwie versuchen, durchs Leben zu kommen. Die ich dann auch schon hab bei mir übernachten lassen und sowas. Wo auch viele Leute schon sagen würden, ja, aber so einer in meiner Wohnung, ja, den schicke ich halt einmal duschen, mache ihm lecker was zu essen, am nächsten Tag gehe ich mit ihm einkaufen, weil der hat noch weniger als ich. Ne, sehe ich das Problem halt nicht. Sind doch nur Menschen. Und nette Menschen. Das Na, und Problem ist das ist auch aber halt wirklich, so dass ein da viele Ding. Leute in die Stereotypen reingehen, von wegen, der eine ist obdachlos, bedeutet, wenn ich irgendwie versuche zu helfen, dann nutzt das schamlos aus und so, weißt du? So, dass die Leute dann Ja. dieses Denken haben, der ist bestimmt ein Schmarotzer. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Ich kenne einige von solchen Leuten. Und die sind halt sehr unterschiedlich. Es gibt den einen oder anderen, die ich da halt kennengelernt habe über die Jahre, wo ich sagen muss, wenn da einer, wenn mancher zu mir sagt, hast du mal einen Euro, weiß ich genau, ja, für ein Korn. Kannst du auch knicken. Ist er nicht, weil ich. Muss das jetzt nicht unterstützen, dass du dir noch mehr die Kante gibst. Ja, es gibt aber eben auch Leute, wo ich weiß, die sagen, ey, hast du mal vielleicht irgendwie ein paar Cent oder sowas für mich? Und die meinen damit ernsthaft, hast du mal ein paar Cent, weil dann kann ich mir ein Brötchen leisten. Ja, und das sind die Leute, wo ich eben dann halt auch sag, so, wo pensen heute Nacht? Ach so, draußen. Ist ein bisschen kühl noch momentan, oder? Wolltest du nicht mitkommen? Dann machen wir uns noch was zu essen oder sowas. Gehen wir morgen einmal einkaufen? Ja, alles klar, machen wir das. Ja, damit habe ich dann kein Problem.
Aber du musst halt selber auch dazu bereit sein, sag ich jetzt mal eben, nicht alles über einen Kamm zu scheren. Ähnliches verlange ich aber auch umgekehrt. Ich bin halt eben auch kein Freund davon, wenn andere Leute das so machen oder das sollst du mal ansehen. Ja, die sind halt alle so. Ich hab selber nicht so krass viel Flüchtlinge gerade, die ich kenne, aber es wird nicht mehr lange dauern, dann habe ich einen ganzen Stapel davon quasi nebenan wohnen, weil hier gerade ein Gebäude umgebaut wird, wo Flüchtlinge dann rein sollen. Und ich muss zugeben, ich habe schon von einigen tatsächlich hier in meiner Ecke dann gehört, so, ha, ja, müssen wir auch mal gucken, was das dann wird und sowas, wo ich mir denke, ja, da kommen halt Leute rein, die gerade vom Krieg fliehen, was soll das jetzt heißen? Also hä? Was wollt ihr damit jetzt sagen? Was ist daran jetzt schwierig? Worauf warten wir da jetzt gerade? Ist das was Schlimmes? Wenn ja, dann erklärt mir, was daran schlimm ist, weil das sehe ich jetzt gerade nicht. Also da sind doch Leute, die vor etwas wirklich Furchtbaren fliehen, was wir hier sehr lange nicht mehr hatten. Zum Glück Ja, natürlich. echt, das ist so zu sagen, Einerseits. ne? Das ist so. Und andererseits denke ich mir manchmal, vielleicht wäre es schön, wenn es gar nicht so lange her wäre bei uns, weil dann viele vielleicht erstmal mehr realisieren würden, vor was die da wirklich gerade fliehen. Ja. Und ich persönlich finde es sogar sehr hart, dass ich von vielen Leuten in einer Generation auch diese Skepsis daraus höre, wo ich denke, warte mal, ihr seid so die Generation, ihr habt diese Sachen in Deutschland mitbekommen, so in den 70ern und sowas hier, Sachen mit RAF-Terror und sonst was, ihr habt die ganzen Bombenanschläge und sowas hierzulande mitbekommen, das hatten wir alles hier. Und ihr sagt gerade, aber jetzt kommen da diese Leute zu uns, wo ich mir denke, sag mal, habt ihr nichts gelernt? Habt ihr das vergessen, was da war? Das finde ich halt ein bisschen hart, weiß ich nicht. Ich bin körperlich nicht derjenige, der sich in jeden Kampf reinwerfen kann. Ganz simpel gesagt. Und trotzdem bin ich der Erste, der das macht. Wenn ich sehe, dass irgendwo einer auf den Sack kriegt, weil ich denke, ey, halt, ich habe genug in meinem Leben auf die Fresse gekriegt, nicht der da. Nicht, wenn es nicht berechtigt ist. Und im Zweifelsfall ist es erstmal nie berechtigt. Es gibt für mich keinen rational erklärbaren Grund, jemanden aufs Maul hauen zu Im müssen. Zweifel immer für den Angeklagten, ne? Ja, und ich denke halt, nimm mir ein Argument, warum man jemanden aufs Maul hauen muss. Es gibt Nee. keins. Es gibt Gewalt einfach ist auch nie eine niemals ein Lösung. Argument dafür. Ja, und das meine ich halt so damit. Und wie gesagt, ich bin nicht der Typ, der dann jetzt irgendwie den nächsten Kampf gewinnt, weil ich bin weit entfernt davon, bei WrestleMania mitzumachen, der nächste UFC-Champion zu werden. Ganz im Gegenteil. So Zwei ultra-heavy, unterschiedliche Sachen. ultra-heavy-lightweight vielleicht, weißt du, so, das ist so, nee, also ich, nee. So, Muskelmasse ist so, ja, ich kann einen Stick bewegen. Ah, schön. Ich bin halt eher so mehr der Joypad-Akrobat, weißt du? Da liegen die Präferenzen ein bisschen woanders. Schlag mich in Street Fighter, du Ja, Noob. ich wollte gerade sagen, also große Fights werden bei mir eher so in Street Fighter oder Smash Bros. Ausgehandelt und nicht im realen Leben. Weil, egal was Aber. man jetzt sagt, von wegen, ja, und was ist mit den ganzen, sag mal, Kinderschänder, die kriegen auch ihre Strafe. Zwar ist die in Deutschland jetzt nicht so gerecht, also nicht so viel, wie man es gerne hätte, weil es sind echt schlimme Menschen in meinen Augen, die Weiß das nicht, ob du machen. das Fass mit mir aufmachen möchtest, weil auch das ist eine Diskussion, wo ich sehr oft bei sehr vielen Leuten schon angeeckt bin. Sehr oft und sehr hart angeeckt bin. Möchtest du das Fass aufmachen? Wir können das gerne relativ zügig einmal ausdiskutieren, aber das frage ich dich jetzt ernsthaft. Möchtest du das Fass wirklich mit mir jetzt aufmachen? Ja, komm, hau Okay. raus, was du dazu zu sagen. Ich Okay, wollte damit nur gut. sagen, egal was für eine schlimme Tat jemand macht, ja, er bekommt seine Strafe, da braucht man ihn nicht dafür aufs Maul hauen. Okay. Weil Schläge sind nie gerechtfertigt. So. Ich stelle tatsächlich eine relevante Frage eigentlich nur. Todesstrafe, ja oder nein? Nein. Okay. Interessante Frage jetzt. Warum? Weil das doppelmoralisch wäre. Du Okay. kannst keine Person töten, die, sagen wir mal, eine andere Person getötet haben und sagen, jetzt ist alles wieder gut. Okay. Dann ecke ich bei dir tatsächlich nicht so an wie bei vielen anderen Leuten. Ich bin nämlich auch ganz, ganz hart dagegen. Aber ganz hart dagegen. Was bei mir, Alter, ist das hoch. wow. Wow. Nee, was bei mir tatsächlich auch ganz simpel daran liegt, dass ich sage, mit welchem Recht möchtest du entscheiden, ob jemand lebt oder nicht?
Und kein Argument der Welt kann das legitimieren, dass du sagst, so, der da stirbt jetzt. Weil zu viele wurden hingerichtet, Und auch nur um viel zu später viele irgendwann Unschuldige, ja. festzustellen, huch, den Falschen erwischt. Ja, und jetzt machen wir den einen wieder lebendig. Kannst du nicht? Ah, Problem erkannt. Vor allem tut Punkt mir dann die 1. Person leid, die die ganzen Morde durchführen muss für den Staat. Und Ja, der also dazu das. auch noch zum Mörder wird. Ne, Ne? das Punkt 1. Ja, selbst wenn du nur elegant im Nebenraum auf den Knopf drücken musst. Du bist trotzdem der Keine, Mörder. kein Recht der Welt. Ich wollte gerade sagen, aber irgendwer knüpft auch, drückt auf den Knopf und irgendjemand sagt, mach das. Beide Scheiße. Ganz eindeutig. Insofern bin ich froh, dass wir das hier zu lange nicht haben. Das andere ist, dass ich dazu neige, gerne ein bisschen langfristiger zu denken. Aber der ist der totale Psycho, der ist vollgestört und der hat das und das gemacht. Der hat 20 Kinder und überhaupt alle gegessen. Dann sage ich, super, dann sperr den ein und lerne. Weil es ist nun mal schlichtweg eine Tatsache. Wir hätten heutzutage nicht diesen schönen Job namens Profiler und die Jungs wären nicht so gut, wenn man sie alle immer nur direkt einen Kopf kürzer gemacht hätte und nie aus denen gelernt hätte. Und wenn man das langfristig verhindern möchte und tatsächlich langfristig auch verstehen möchte, was geht in so einem Kopf vor? Wie kann man das vielleicht verhindern? Wie kann man so jemand vielleicht auch behandeln? Weil machen wir uns nichts vor, es ist nicht normale Denkweise, die da stattfindet. Definitiv nicht. Nur wenn es keine normale Denkweise ist, sie also etwas Abnormales ist, stellt sich mir immer automatisch die Frage, doof gesagt, was ist mit einer Essstörung oder sonst was? Was ist mit jemandem mit einer körperlichen Behinderung? Sind das automatisch Menschen, die man von der nächsten Klippe werfen muss, schon als Kind? Das wäre vor vielen 100 Jahren so gewesen, aber da sind wir deutlich weiter. Zum Glück, muss ich ja sagen. Also frage ich mich auch umgekehrt, warum wollt ihr dann solche Leute mal einen Kopf kürzer machen, wo man doch letzten Endes daraus lernen kann? Das klingt jetzt fast ein bisschen böse nach so, aha, menschliche Studien. Jein. Nein, ich meine das eher von. Im Sinne eines, nutzt doch lieber die Chance, die du gerade hast. Sperr den weg, ja. Mit jedem Recht der Welt, definitiv. Weil da ist eine Gefahr für sich, Schrägstrich, andere Leute. Definitiv. Ja? Und lass so jemand bitte auch erst wieder raus, wenn es wirklich sichergestellt ist, dass nicht noch mehr Kacke passiert. Ja? Da stimme ich absolut zu. Aber bei so Aussagen wie, ja, nee, Kinderschänder alle und, ah, wenn ich mit dem allein in einem Raum wäre, ja, was dann? Dann bist du auch kein guter Mensch. Was auch immer du da denkst, gerade anstellen zu wollen, wie legitim es wäre. Es ist definitiv das Falsche. Vor allem, weil man ihn dann auch noch wegen Körperverletzung rankriegen würde. Ja, das ist Ne? absolut gerechtfertigt. Bin ich zumindest. Und Es wäre zum absolut anderen kommt auch noch gerechtfertigt. Selbstjustiz, ist das dann auch noch. Ne? Also, Das kommt auch noch dazu, ja. da muss man echt gucken, wo die Grenzen sind. Ja, Das kann aber man weißt auch du, aber wirklich nicht gerade das ist sagen. so Ne? ein Thema, da möchten viele bitte ganz, ganz hart sein. Das muss man dann auch so sehen. Ja, und dann sind wir wieder bei etwas, was wir irgendwann mal am Anfang hatten. Fanatismus ist immer falsch. Das ist nämlich genau das. Dann geht es halt nicht darum, welcher Fußballverein besser ist oder sonst was. Aber im Endeffekt ist es exakt genau dasselbe. Es ist Fanatismus, der sagt, so und so musst du jetzt denken, weil das ist so und so. Weil ich das sage, ist das so. Und das kann ich nicht verstehen. Du kannst mir auch jeden Mist erklären, wirklich, solange du ihn irgendwie begründen kannst. Das mag jetzt ein bisschen böse, absurd sogar klingen, wenn ich sage, ich glaube, selbst so mancher Kinderschänder könnte sich wahrscheinlich hinsetzen und mir erklären, warum er das tut. Nicht, weil ich das gutheiße. Das ist etwas, was manche dann auch sehr missverstehen. Nur weil ich Dinge verstehen kann, heißt es nicht, dass ich sie, ja, da ein Dass du sie passendes nicht Wort jetzt auch mal machen dafür. würdest oder Ich wollte gerade halt, sagen, ich würde sie nicht dass auch du machen. sie Das heißt ja nicht, mögst, dass ich also sie, magst, tut ne, du. auch nachvollziehen möchte sozusagen. Aber mir geht es mehr darum, es ist mehr so dieser Denkvorgang. Was geht da im Kopf vor, das zu verstehen? Ja, weil ich denke, das ist immer das Wichtige. Nicht das Ob, sondern das Warum ist eine sehr wichtige Frage. Hast du noch normalen Stein gerade oder Ja, habe ich. Ich mache da gerade hast du was. noch? Ich will aber kurz mal die Wolken ausmachen, weil die Du stören kannst mich ja gerade echt. vielleicht einmal hier vorne kurz dann ein bisschen da was ausgleichen. Ich klopfe mich hier mal schon mal ein bisschen weiter. Nee, aber das ist, wie gesagt, ich finde es halt einfach wichtig, solche Dinge auch zu verstehen, weil nur dadurch kann ich aber auch lernen, dann sowas in Zukunft vielleicht ein bisschen zu verhindern.
So, jetzt sind wir aber auch sehr, sehr weit weg vom ursprünglichen Thema irgendwie gekommen. Nur mal so nebenbei Ist bemerkt. ja bei uns eigentlich Standard, ne? Es ging mal irgendwann um Satire. Es ging irgendwann um den Böhmermann. Irgendwie sind wir jetzt da gelandet. Ist aber auch schön hier, also hätten wir das Thema auch mal durch. Ja, das hat man halt davon. Wir und unser Quasselcraft, weißt du, wir diskutieren echt alles aus. Wir machen. Also Deswegen, dem wenn ihr auch Motto. Themen habt, dann sagt sie uns, ne? Da können wir auch ein bisschen diskutieren. Ich sehe das schon, komm, wir werden irgendwann mal, ne? Irgendwann mal machen wir mal so eine Aufnahme live. Machen dann einfach einen Chat dabei oder sowas und dann sollen die Leute mitdiskutieren. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Das wäre echt mal eine Idee, ne? So für irgendwann mal, machen wir mal so ein Special oder sowas dann. Bei der 300. Folge oder so. Die geht Naja, dann eine Stunde. so wie wir hier rumquatschen, wird es auf jeden Fall irgendwann passieren. Ich glaube, die Themen gehen uns ja so schnell nicht hier aus. Ich mag das aber auch sehr, dass wir über totalen Bullshit reden können und auch über solche total ernsten Sachen. Das ist eigentlich das Schöne dabei, ne? Das Das war ja auch ist, eigentlich der Kerngedanke über Quasselcraft, dass wir uns eventuell moderne, also zeitnahe Themen raussuchen oder halt irgendwie was Schlichtes, Retro oder so. Keine Ja, Ahnung. dann geht es halt auch mal übers Pupsen und mal geht's über, Leute, die man wegsperren muss. Na gut. Aber ab und an geht es auch nur um Minecraft, deswegen Ja. steht ja auch noch Craft am Ende und nicht Talkrunde. Ja, richtig, richtig. Das mal zur Erklärung für die Leute, die hier einschalten und sich denken, die haben mit zwei Folgen ge gequasselt wie sonst was, aber sonst reden sie ja gar nicht viel, sondern bauen nur. Ja. Ist schon richtig, ja. Aber wir schließen am besten das Thema jetzt auch langsam mal ab. Richtig, richtig. Also ein bisschen haben wir noch mit der Folge. Wir Ja, trotzdem das Thema. Also, wollte gerade sagen, aber das Thema ist. abschließende Meinung, ist der Böhmermann zu weit gegangen? Hat er eine Grenze überschritten? Deine Meinung? Meine Meinung? Er hat sie hart ausgelotet. Ob er damit im Endeffekt vielleicht tatsächlich einen Strafbestand erfüllt hat, das wage ich nicht zu beurteilen. Das sollen die Leute tun, die davon Ahnung haben. Ich sehe Das es ist so so, meine Abschlussmeinung dazu. meine abschließende Meinung dazu ist, ich finde, er hat Kernbegriffe, also Kernsachen in seiner Satire auch wirklich benutzt, ne? Weil es war halt wirklich nur im Endeffekt Intention zu sagen, der Typ macht nicht gerade seinen Job gut. Und er möchte ja auch die Grenze damit aufzeigen, wie du das gesagt hast. Aber er wollte ja auch die Aufmerksamkeit dadurch bekommen, Ja, dass er klar. halt so härter durchgreift. Weil mit einem einfachen, ja, der Erdogan und seine Politik ist nicht so toll, ne? Das wird Das ja sagen 100 keiner. Leute, aber das kriegt keiner mit. Eben. Das ist gerade in allen Medien. Und das hat funktioniert, unfassbar gut funktioniert. Das war halt auch so, muss man bedenken, seine Intention. Und ich denke, damit hat er eigentlich einen guten Schritt gemacht, um Leute weiß zu machen, wie wichtig immer noch und in der heutigen Zeit die We Pressefreiheit für uns ist, ne? Weil Das auf jeden Fall. Deswegen sagte ich aber halt gerade auch bewusst, ob er dann aber tatsächlich damit vielleicht ja, eben. eine Straftat begangen hat, ob also dieser Tatbestand der Beleidigung damit tatsächlich erfüllt ist. Das muss ein Das, Richter klären. ich wollte gerade sagen, das wage ich auch nicht zu entscheiden, weil ich bin, was dieses ganze Justizsystem angeht, da einfach schlicht zu wenig informiert, als dass ich dazu eine Meinung haben darf, sag ich jetzt mal. Wobei die Frage ist, auch ist, müssen dafür jetzt die deutschen Gesetze oder die türkischen Gesetze Nein, in das müssen die Kraft deutschen treten? Gesetze. Das ist für mich keine Frage, weil es ist in Deutschland passiert. Es ist ein deutscher Bürger. Insofern steht das außer Frage. Was hat das mit den türkischen Gesetzen zu tun? Naja, immerhin wurde damit die türkische Regierung Ja, gedingst. und? Nein, also War das hat damit nichts nur zu eine tun. Frage an dich. War ja nur eine Nein, Frage an dich. das hat für mich tatsächlich damit gar nichts zu tun. Also die Frage stellt sich mir überhaupt nicht, weil wäre er kein deutscher Staatsbürger? Dann wäre es vielleicht was anderes. Dann reden wir über Fälle, aber zum Beispiel wie der und der hat das und das da und da gemacht. Wie sieht es mit dem Auslieferungsantrag aus? Das ist eine ganz andere Sache. Und auch das ist ja eine Sache, ne, wo es ja auch regelmäßig Diskussionen gibt. Ja, aber ihr sollt alle abschieben, tralala. Ja, Moment, aber die erwartet da das und das. Auch da gibt es ja zum Beispiel Grenzen, die ich sehr gut finde, dass wir da zum Beispiel ja auch deutlich gesetzlich geregelt haben. Zum Beispiel, ja, du darfst jeden Straftäter wegschicken, außer, dass ihm zum Beispiel Todesstrafe oder sowas erwartet. Darf es dann nämlich auch nicht. Finde ich auch gut so. Weil
doof gesagt, da geht dann das ich nenne es mal das deutsche Menschenrecht sozusagen weiter und sagt, wir dürfen hier keinen umbringen, also dürfen wir auch niemanden irgendwo hinschicken, wo er umgebracht wird. Das finde ich sehr gut so. Das ist sehr, sehr gut. Das fällt dann nämlich so eher unter die Schiene mit gutem Beispiel vorangehen, weißt du? Nach dem Motto, lieber behalten wir einen schlechten Menschen, aber dann wird er wenigstens nicht umgebracht, weil das ist die Würde, die wir ihm zugestehen, sozusagen. Ja, dass wir nicht über Überleben oder Tod entscheiden und wenn das da passieren würde, dürfen wir ihn nicht ausweisen. Finde ich sehr gut so. Mhm. Machen wir uns nichts vor, wäre es nicht so und würden andere Länder sowas machen, sozusagen, dann hätten sehr viele Leute ein nicht sehr gutes Bild von unseren Staaten. Und ich denke, das sind schon so die kleinen Eckpunkte unserer süßen kleinen Verfassung, die ich sehr, sehr schätze. Und ich denke, wo wir eigentlich auch als Gesellschaft sehr froh sein sollten, dass sie so bestehen tatsächlich. Ja. Man sieht nicht gerne das große Ganze, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich alles sehr, sehr entspannt bei uns, muss ich deutlich sagen. Uns hätte es sehr, sehr viel schlimmer treffen können. Ja. War ja auch mal deutlich schlimmer. Ich denke, wir sind eigentlich ein Land, was doch aus vielen Dingen ein bisschen gelernt hat. Ja. Ein bisschen mehr lernen wäre mir manchmal ganz recht. Ne? So bei Einzelnen, nenne ich es mal sozusagen so, wäre es mir mal ganz recht. Und bei all der Scheiße, die Merkel fabriziert, hätten wir es wirklich schlimmer treffen können. Hast du hier mal nochmal ein bisschen Stein? Weil ich habe gerade nicht. Wow, hier liegt schon wieder so viel. So, pass auf, mein Lieber. Ich sammle hier mal ganz flott den Kram ein. Sollen wir mal erstmal Feierabend machen dann aber wieder? Ja, und ich kurz doch gesagt, das Thema ist damit abgeschlossen. In der nächsten Folge geht es dann wieder ein bisschen fröhlicher voran. Es sei denn, alle wollen, dass wir noch weiter diskutieren. Vielleicht kriegen wir jetzt ja auch ganz viele Kommentare und alles geht total steil und wir landen demnächst hier auf Spiegel Online und überall, weil wir das jetzt ausdiskutiert haben. Also bitte gerne, ne? Meinung immer her. Meinung das ist immer ja nicht, also nicht nur wir beide haben Meinung und diskutieren die, sondern nee, wir mögen ja auch Meinung. Also wer auch immer Meinung hat, haut zu uns irgendwo rein. Immer her mit euren Meinungen. Ich lese sie gerne, ich sehe sie gerne, ich höre sie mir gerne an, was auch immer, egal in welcher Form. Ist mir egal, wo ihr das macht. Gibt jetzt hier kein klassisches, schreibt es mir in die Kommentare, weil nee, ist mir egal. Schreibt eine E-Mail, ist mir egal. Schreibt es auf Twitter, ist ruf mir egal. Ruf mich an! Ach, ihr habt meine Handynummer nicht. Ja, kriegt ihr auch nicht. Ja, aber ich habe ja 1000 Kontaktmöglichkeiten immer offen gehalten, also immer her damit. Ich mag Meinungen. Mag das auch, unterschiedliche Meinungen zu haben. Ich liebe das echt, rumzudiskutieren, weil das zeigt doch eigentlich, wie vielseitig wir alle sind. Das ist doch eigentlich immer eine sehr schöne Sache. Mhm. So, in dem Sinne, das war jetzt mein Schlusssatz. Ja, komm, klopf den Stein noch weg. Ja, lass ihn jetzt aber nicht im Müll hier liegen. Kannst nichts mehr aufheben? Ist nee, voll. Ich habe zu viele Spitzhacken gemacht. Ha, der Eki ist voll, sehr schön. Gut. So, während du da hochkletterst oder auch nicht, würde ich sagen, machen wir Feierabend. Boah, das ist echt hoch mittlerweile, Alter. Warte, ich will nochmal runtergucken. Oh. Wie ist das denn noch? Ja, wir haben die Hälfte. Echt? Alter! Ach, scheiße, ey. Ja, da haben wir noch richtig was vor uns, ey. Schön. Na gut. Ich sag ja nur nochmal deine Idee. In dem Sinne, Feierabend für jetzt und ja, dann danke ich fürs Reinschauen. Hoffentlich Diskussionen toll finden. Gerne mitdiskutieren, wenn ihr wollt und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn sie das durch ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.